Join steht euch auf unserem YouTube-Kanal auch voll inklusiv zur Verfügung. Wahlweise mit Untertitel, Gebärdensprache, Audiodeskription und Erklärungen in leichter Sprache. Herzlich willkommen zu Join, das ist eine neue Folge und die ist besonders, denn es ist die Musical-Folge! Hey, I'm gonna rock it tonight! Pro Folge müssen wir 3 Challenges meistern. Und sollten wir das nicht schaffen, werden wir bestraft, so wie heute. Weshalb es ganz wichtig für uns ist, dass wir diese Folge heute gewinnen. Und deswegen gucken wir gleich in die nächste Herausforderung rein, die aber nicht wir beide gemacht haben. Sondern Kim Mukwenko. Genau, hoffentlich hat sie gewonnen und einen Punkt geholt. Ich habe mich heute Morgen erstmal gefreut, als ich die Kartbahn gesehen habe. Weil ich dachte, irgendwie bin ich heute in der Stimmung für ein bisschen Tempo. Liebe Kim, in einem Monat startet die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Du als emanzipierte Frau musst dich heute gegen das männerdominierte Team durchsetzen. Wir spielen aber nicht nur Fußball, sondern Kartball. Als ich gelesen habe, worum es heute gehen soll, Red Flags, denn ich bin nur umrundet von weißen, alten Cis-Männern. Du musst mit dem Kart eine Runde absolvieren und dabei möglichst viele Tore erzielen. Auf der Strecke stehen 5 Fußballtore, die du mit den Bällen, die dafür extra ausliegen, treffen sollst. Dabei musst du die Bälle mit deinem Kart lenken, schieben, schießen. Wir als Team schicken Basti in das Duell mit dir. Handgas gegen Handgas, Frau gegen Mann. Wer mehr Tore pro Runde erzielt, gewinnt den Durchgang. Wir spielen Best of 5. Ach schön, es riecht schön frisch gewaschen. Wer Join schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ja, dass ich eine hervorragende Fahrerin bin. Mit dem Handgas kann man einfach alles, was man mit den Füßen machen würde, also sprich Bremse und Gas, mit den Händen machen. So ist es einfach Menschen, die eben ihre Füße nicht so benutzen können, möglich dieses Go-Kart zu bedienen. Als ich an der Startlinie stand, ging mir ganz schön viel durch den Kopf. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Kartball-Challenge. Kim gegen Basti. Und da ist die Ampel aus und Kim geht auf ihre erste Runde. Das Ziel, eines der 5 Tore zu treffen. Wir spielen Best of 5. Das heißt, wer 3 Spiele gewinnt, hat die Challenge gewonnen. Und Kim bereits unterwegs mit dem ersten Ball. Und das sieht ganz gut aus, wollte ich gerade sagen. Und da ist er auch schon weg. Kurz gesagt, diese Karts können nicht rückwärts fahren. Das heißt, ist man einmal am Ball vorbeigefahren, ist der Ball verloren. Kim greift sich jetzt den nächsten Ball. Insgesamt 5 Bälle liegen hier auf der Strecke verteilt und auch der Ball ist raus. Ball 3, der rote Ball. Jetzt. Ey, sorry, aber ich kotz gleich. Ich kotz gleich. Ja, da ist Kim sauer. Scheinbar kommt sie hier nicht klar. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Wollt ihr mich verarschen? Da ist das Tor. Oha, oha, da ist Kim in Fahrt, aber leider nur mit dem Gemüt. Auch der nächste Ball ist weg. Jetzt geht es um den letzten Ball in der ersten Runde. Der weiße Ball übers Ziel und der Ball meilenweit entfernt vom Tor. Und damit 0 Tore, 0 Punkte für Kim in der ersten Runde. Von außen denkt man sich nur, mein Gott, es ist schon nicht so einfach, wie es ausschaut. Ich war mal wieder richtig wütend gegenüber dem Team und habe mich gefragt, wer sich das ausgedacht hat und ob das jemand vorher getestet hat. Wie soll das gehen? So, Basti ist an der Reihe. Er auf seiner allerersten Runde und übrigens auch das allererste Mal, dass Basti überhaupt in einem Kart sitzt. Auch er hier mit Problemen hat den Kniff noch nicht so richtig raus, aber stellt sich deutlich besser an als Kim. Jetzt die Chance für das erste Tor für Basti und nein, vorbei. Aber man sieht schon, Basti kommt hier deutlich besser klar als Kim. Basti geht gleich auf seine nächste Runde. Der weiße und erste Ball und so langsam. Wollte ich gerade sagen, hat er den Kniff raus, aber auch da der erste Ball direkt in der ersten Kurve vergeben. Ah, auch hier Schwierigkeiten für Basti, aber da legt er ihn sich nochmal vor und jetzt eine gute Chance. Direkt auf das Tor zu und das sieht gut aus und da geht er ganz knapp vorbei, der Ball, das gibt's ja nicht. Letzter Ball, letzte Chance und auch der geht, oh, ganz knapp vorbei am Tor.
Jetzt ist Kim wieder an der Reihe. Es steht nach wie vor 0-0 hier in der Kartball-Challenge. Und hat sie sich da was abschauen können bei Basti, wie man diesen Ball am besten hier um die Strecke befördert? Und es sieht jetzt doch schon besser aus mit sehr, sehr, sehr viel Gefühl. Aber sie gibt sich Mühe. Aha, ja, war stets bemüht. Ja, und die beiden sehen, Kim hat auch in dieser Runde keine Tore geschossen. Der letzte Ball und die letzte Chance hier für Kim. Yes, Mann. Yes. Da geht der Ball wieder vorbei. Kim geht gleich in ihre nächste Runde. Und auch hier sieht es nicht gut aus. Also ich habe einfach gemerkt, okay, ich kann das nicht. Aber ich habe mich auch gefragt, ist das wirklich machbar? Das Ende von Kims dritter Runde. Ein Trauerspiel. Aber das heißt für Basti jetzt die Chance, hier einen Vorsprung herauszufahren. Der erste Ball. Nein. Wartet hier nein, kurz, nein. Legt ihn sich wieder vor. Genau, das sieht gut aus. Und da sehen wir auch schon das Tor. Und dann ist er vorbei. Yes. Kim fiebert hier genauso mit wie wir. Und da der nächste Ball, der nächste Versuch. Und da ist das Tor und da ist der Ball. Und der Ball ist im Tor. Jawohl, das ist das erste Tor für Basti. Damit hat er eigentlich diese Runde schon gewonnen. Der letzte Ball. Und noch ein Tor. Zweites Tor in einer Runde. Jawohl, Basti hat hier den Dreh raus. Gewinnt diese Runde. Ja, fast so, wie wenn ich eine Weltmeisterschaft gewinne. Nächste Runde für Basti. Und er versucht, hier seinen Vorsprung auszubauen. Genau richtig. Und der Ball geht Richtung Tor. Und geht vorbei. Der Ball geht vorbei. Und da hat sich Basti festgefahren. Da steht er an der Bande und kommt nicht weiter. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist das Aus in dieser Runde. Ich habe es richtig abgefeiert. Es war immer noch alles offen für mich. Kim geht jetzt in ihre vierte Runde und noch ist alles offen hier. Basti mit keinen Toren und damit die Chance für Kim, hier auszugleichen. Und da hat sie ihn eingeklemmt. Und damit ist dieser Ball wohl raus. Jawohl, zum nächsten. Nein, 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 nein. Nochmal Glück und jetzt liegt er gut. Jetzt liegt er gut, einfach nur noch. Jawohl, und er geht vorbei. Der Ball geht vorbei. Das war bis jetzt die beste Möglichkeit für Kim und der Ball ist vorbei am Tor. Der letzte Ball in dieser Runde und nochmal die Chance auszugleichen. Und da bleibt er liegen. Da bleibt er in der Nische liegen, der Ball. Und damit wieder keine Punkte für Kim. Das gibt's ja nicht. Jetzt wird's dramatisch. Das ist Kims letzte Runde. Sie muss hier ein Tor schießen. Sonst ist die Challenge verloren. In die letzte Runde geht man mit unheimlichem Druck. Es gibt nur noch eine Chance. Einer muss reingehen, mindestens. Nächster Ball. Hier muss einfach ein Tor fallen. Vorletzter Ball. Vorletzte Chance. Da rollt der Ball zurück und damit auch diese Chance vergeben. Dieser Ball muss ins Tor, damit Kim hier noch eine Chance hat in dieser Challenge. Da rollt der Ball Richtung Tor und da ist er vorbei. Kim im Tor, aber der Ball nicht. Und damit ist die Challenge verloren für die Moderatoren. Und das Redaktionsteam gewinnt Kartball. Meine Reise war direkt im Tor zu Ende. Also ich bin kein großer Fan von Moderatorenteam, aber ich habe echt mitgefiebert. Also man kann nicht jeden Tag gewinnen, aber heute war ich weit, weit weg. Ich habe verloren. Basti war einfach nicht um Welten besser, aber um einiges besser. Ja, am Ende habe ich gewonnen und es war echt ein geiler Tag. Es sollte nicht sein. Muss man sich auch manchmal eingestehen, dass man in etwas nicht gut war. Ich gönne Basti den Sieg. Die alten weißen Cis-Männer fühlen sich heute leider bestätigt. Aber ich sage euch eins, hier hinter der Kamera, es wird wieder eine Chance geben. Ganz ehrlich, wie soll man denn so eine Challenge auch schaffen? Da wäre ich ja komplett an die Decke gegangen. Das kann doch kein normaler Mensch schaffen, oder? Aber es geht los, Kim. Verdammt nochmal, jetzt steht es 1-0 fürs Team. Aber vielleicht schaffst du ja deine nächste Challenge. Liebe Kim, das steht in den Sternen. Ich hasse das Team.
Gegenüber dem Team habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt sehr viel Wut gefühlt. Ich fand, dass das alles echt zu weit ging. Kilometer über Kilometer ging es immer weiter in den tiefen Wald. Und kaum sind wir an dem Parkplatz angekommen, saß da schon der Auftragsübermittler. Mein Name ist Martin Böhm. Ich bin schon das Leben lang outdoor-affin, wie man so schön sagt. Also ich habe einen Blog zum Thema. Du weißt, was drin steht? Lieber Kevin, wenn du dachtest, wir sind schon fertig mit Outdoor- und Wilderness-Challenges, dann hast du dich gewaltig getäuscht. Heute legen wir noch eins drauf. Deine Aufgabe. Du sollst draußen in der Wildnis übernachten. Wenn du dann morgen früh bei Sonnenaufgang einen Wolfsschrei loslässt, hast du die Challenge gewonnen. Apropos Wolf, in dieser Gegend hier ist kürzlich ein freilaufender Wolf gesichtet worden. Aber nur keine Panik, Martin wird dir alles Weitere erklären. Ja, was drinnen stand, konnte ich nicht glauben. Also das meinten die nicht ernst, war ich mir ganz sicher. Es wird heute Nacht recht frisch, es ist ja noch nahezu Winter. Ja, wir haben zumindest mal eine Plane dabei. Können wir uns ein Dach machen. Soll vielleicht ein bisschen regnen heute Nacht. Cool. Sind auch statt dem einen Wolf sind es inzwischen zwei. Also es wird vermutet, dass sich gerade ein Rudel bildet. Nice. Gut. Habe ich jetzt selber auch keine Erfahrung mit, aber. Noch besser? Werden wir sehen, genau. Ja. Gut. Ich dachte mir, komm, was soll's. Ich mache den Spaß jetzt einmal mit. So, Kevin, wir werden eine Weile unterwegs sein. Ja. Ich habe ein bisschen was zu essen dabei. Cool. Dann lass uns mal richtig draußen sein. Ich ziehe diesen Rucksack auf, ich laufe da mit Martin in den Wald rein. Ich höre und gucke mir das Ganze an, weil ich halt einfach nicht glauben konnte, dass das wahr ist, was die von mir verlangt haben. Ich drehe jetzt hier was, damit wir überhaupt was haben, sonst haben wir nichts für die Sendung. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, gerade wenn man eine Stressphase hat im Leben. Also ich hatte mal ein Jahr, da habe ich das als Challenge für mich gemacht, einmal in der Woche, einfach so zur Entspannung. Andere Argumente, warmes, kuscheliges Bett, Heizung, Dusche. Also jetzt sind wir bald am Camp. Der Martin war echt guter Dinge. Der war motiviert. Der hat mich die ganze Zeit versucht zu überzeugen, dass ich das im Wald übernachten auch durchziehe. Jetzt haben wir ordentlich Wasser. Und ich muss sagen, ich war vielleicht ein bisschen zickig. Ja, na, es läuft doch schon gar nicht so schlecht, ihr oder? Wasser. Morgen früh um 6 Uhr ist Sonnenaufgang ungefähr. Und dann kann man hier hoch. Martin hat weiter seine Überzeugungsarbeit an mir getestet. Ja, nachdem ich an meinem Schlafplatz angekommen bin, ganz ehrlich, habe ich es immer noch nicht geglaubt. Ich dachte, wir bauen das jetzt hier auf. Und dann finde ich meinen zweiten goldenen Umschlag, der mir die andere wirkliche Aufgabe verrät. Ich kann ja nicht über Nacht hier im Wald bleiben. Haha, hihi, machen wir jetzt Kamera aus und morgen früh dann wieder an. Aber nein, da war kein anderer Umschlag. So, schauen wir mal, einmal hier unser Dach. Vorbereitet noch ein paar Schnüre. Heringe, wie man sie kennt vom Zelten. Was die wenigsten wissen, weil es wahrscheinlich nicht gefilmt wurde, ist, dass das Team mich vorher mit in deren Hotel genommen hat. Und das war so eine hochmoderne, richtig schön neu renovierte Blockhütte, aber halt auf oberstem Niveau mit Wellness und allem drum und dran. Jetzt haben wir es ein bisschen breiter. Und dann im Kontrast habe ich meinen Schlafplatz gefunden. Und da war ich echt angepisst. So, eine Sicherung. Genau, und dann spanne ich das hier drüben nach. Martin hat dann mit mir angefangen, alles aufzubauen. Dann gab es einen Tarp, das war so eine Abdeckung, damit wir nicht nass werden. Deine Bettfläche. Er hatte Planen. Und hierher. Und der Wolf, der geht da nicht drauf, weil das knistert ja. Genau. Daunen gefüllte Isomatten und alles Mögliche dabei, was es den Umständen entsprechend schon komfortabel gemacht hätte. Aber du solltest vielleicht mal Probe liegen, weil dann merkst du. Da hinten machen wir nachher noch schön ein paar Heringe rein. Hier ist ein Schutzwall, kein Wind. Irgendwann habe ich mir wirklich vorgestellt, wie ist das, wenn ich hier die ganze Nacht überliege. Ich würde jetzt nicht perfekt sagen. Also ich sag mal so, ihr kennt mich als redegewandten Menschen. Ich glaube, es ist bis jetzt aufgefallen, dass ich etwas ruhiger bin heute. Alles mögliche an Krabbeltieren, was es da gibt, Spinnen vor allem. Da passiert ganz viel in meinem Kopf. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Ja, dann ist es doch schon nahezu perfekt. Es wird ja eh wahrscheinlich in einer Stunde ist es dunkel, gell? Mhm. You said that you've been hurt once you made times before.
Martin hatte auch ein Essen dabei, hat für uns alles vorbereitet, dass wir auch was Warmes im Magen haben, was überraschenderweise auch sehr, sehr lecker gewesen ist. Ich mag die Stimmung. Ja, in so einer Situation, wenn man dann gemeinsam sich Essen macht, dann kommt man auch schon in nette Gespräche. Wie ist das mit deinem MS? Hat man sowas im Griff oder unter Kontrolle oder kann man das medikamentös einstellen? Oder? Also hast nicht viele Möglichkeiten. Also ich habe Medikamente, die ich nehme. Die sollen den Verlauf verlangsamen, aufhalten können sie ihn nicht. Wir hatten echt tolle, auch ein bisschen tiefgründigere Themen. So langsam wurde es dann aber auch schon dämmerig und die Überzeugungsarbeit von Martin hat nicht nachgelassen. Also hat er gesagt, komm, ich zeig dir einen richtig tollen Spot hier in der Gegend. Dann sind wir den Berg hochgelaufen und haben dann dort eine wirklich unglaublich schöne Aussicht gehabt. Konnten wir richtig weit sehen, da gab es den Feldberg und eine ganze Gebirgskette, Sonnenuntergang, es war schon sehr malerisch. Aber Sonnenuntergang heißt auch Dämmerung kommt und ja, langsam wurde es dunkel im Wald und meine Entscheidung kam näher. Mit der Dämmerung ist es dann aber auch kühler geworden. Wir haben Feuer angemacht, um da ein bisschen entgegenzuwirken. Wie bist du überhaupt zu dem ganzen Outdoor-Leben gekommen? Also hast du schon immer gemacht oder erst seit ein paar Jahren? Im Prinzip schon ewig, 15, 16. Dann ist es ja normal, geht's los, jobmäßig, total Action. Familiengründung, Hausumbau und so weiter. Dafür hat es dann ein bisschen weniger. Diese ganze Reise habe ich wirklich genossen. Und dann vor gut zwei Jahren, hatte ich dann gesundheitliche Probleme, Thrombose, Lungenembolie und so Sachen. Und da wurde mir dann wieder bewusst, ich muss wieder mehr machen. Und mein persönliches Highlight, dass er dann auch von sich erzählt hat. Dass für dich so ein Moment war, wo du gemerkt hast, das Leben ist kurzweilig. War es knapp mit der Lungenembolie? Ja, war recht. Also war schon eine schwere. Gefäße der Lunge waren zu. So Situationen führen es einem schon vor Augen, dass man das Leben einfach genießen muss und dass man zwischendurch entspannen sollte. Und das ist bei mir einfach, wenn ich draußen bin, gelingt mir das ganz gut. Genau, und jetzt so langsam können wir eigentlich auch schon in die Schlafsäcke kriechen. Und dann war die Entscheidung, was machen wir jetzt? Legen wir uns hin, schlafen da? Würde ich sagen, oder? Machen wir so. Ich weiß noch nicht ganz, also schon auf dem Gipfel habe ich überlegt, wie bringe ich es dir bei, wie sage ich es dir? Ich habe bis jetzt jede Challenge angenommen und ich bin aber ganz sicher, dass ich das heute nicht mache. Ich konnte mich schlussendlich nicht überwinden, im Wald zu schlafen. Ich habe einfach keine Lust, im Dreck zu liegen. Ich habe keine Lust, dass, wie gesagt, Spinnengetier über meinem Gesicht lang webt. Dass ich am nächsten Tag völlig klamm und unausgeschlafen und unterkühlt aufwache. Ich bin es einfach nicht, ich konnte es nicht. Und die Prinzessin wird ins Hotelbett getragen. Was mir am schwersten gefallen ist, dass ich Martin die Zusage nicht geben konnte, weil er sich so viel Mühe gegeben hat, weil er wahrscheinlich der beste Guide ist, den man für diese Experience hätte haben können. Es war einfach rund, es hätte echt schön werden können, wäre ich dafür gemacht. Jetzt einmal üben fürs große Finale und genau. So, aber wir wollen jetzt noch mal über deine Challenge sprechen. Also das hast du ja mal voll vergeigt, ne? Ganz ehrlich, als hättest du bei dem Wetter draußen geschlafen, im Wald ohne Zelt. Für den Punkt natürlich. Ja, wäre schon schön, einen Punkt gehabt zu haben. Aber ich meine, schlimmer als das hier kann es eh nicht werden. Wir haben jetzt einfach die Folge. Naja, wir haben ja noch eine Challenge offen, die von Kim Mukwenko, wo ich ja eigentlich dabei sein soll. Mhm. Aus gesundheitlichen Gründen konnte ich nicht dran teilnehmen. Wir wollen aber trotzdem mal gucken, ob sie wenigstens noch einen Punkt für uns geholt hat. Ein Ehrenpunkt vielleicht, ja, okay. So, im Nachhinein hat es sehr viel Sinn gemacht, dass das Team mich heute direkt vor der Haustür abgeholt hat. Würzburg hat sehr viele Erinnerungen für mich an meine Teenagerzeit, weil ich nicht weit davon entfernt groß geworden bin. Wie so oft bleibt es nicht bei dem Schönen. Aufklärung steht bei Join an allererster Stelle. Auch du sollst heute aufklären, und zwar in Sachen Alkohol am Steuer. Maximal erlaubt sind in Deutschland 0,5 Promille im Blut. Wie viel das ist, das sollst du herausfinden. Würzburg ist als Weinstadt über die Grenzen hinaus bekannt. Du wirst hier gleich eine exklusive Weinprobe erhalten. Trink dir 0,5 Promille an. Den Alkoholtest werden wir exakt eine Stunde nach deiner Weinprobe machen. Du darfst maximal 0,1 Promille abweichen, aber nur nach unten.
deine Aufklärungsarbeit, um zu zeigen, dass selbst diese Menge Alkohol im Blut gefährlich sein können, beginnt jetzt. Prost. Ich habe mir sofort gedacht, das ist unheimlich schwer. Ich trinke ja auch keinen Wein. Ich weiß nicht, wie viel Wein 0,5 sein könnten. Wie viel Wein? Natürlich denkt man gleich, ah, man kann ja googeln. Ach, guck mal, da kommt schon. Bei einem halben Liter Bier oder 0,2 Liter Wein. Es spielen viele Faktoren mit. Der Körper, wie viel hat man gegessen? Also ihr messt ja eine Stunde danach. Biologisch weibliche Körper bauen durchschnittlich 0,1 Promille pro Stunde ab. Das sind so alles Faktoren, die mir gerade durch den Kopf gehen, die ich alle schon ein bisschen mit abwägen muss. Eigentlich war geplant, dass ich diese Challenge mit Kim machen würde. Worüber ich mich mega gefreut habe. Leider liegt Kim zu Hause mit Corona. Oh, es ist gerade so schade, dass du nicht da bist. Ich persönlich trinke halt auch gar kein Wein. Also, das ist ja nicht meins. Es ist halt auch die Frage, wie verträgst du Alkohol im nicht gut. Ich drück dir die Daumen, du wirst das schon rocken. Ciao. Bis dann, tschüssi. Vom Rathausplatz sind wir zum Juliusspital übergegangen. Eine der Top-Adressen für Wein in Würzburg. Mein Name ist Markus Frankl. Ich bin der Leiter der Vinotheke im Weingut Juliusspital in Würzburg. Wir sind hier im historischen Holzfasskeller. Das ist unser Herzstück. Also was uns da erwartet hat, war wirklich beeindruckend. Die Stiftung Juliusspital gibt es schon seit dem Jahr 1576. Wir haben hier soziale Aufgaben, die Altenpflege mit einer großen Altenpflegeeinrichtung. Wir haben ein Krankenhaus hier am Standort. Als Weingut sind wir das zweitgrößte Weingut Deutschlands und sind zugleich das größte Silvaner Weingut weltweit. Markus, ein unheimlich netter Kerl, der sehr viel über Wein weiß. Also das Gegenteil von mir. Was dann noch ganz entscheidend ist für uns als Weingut, unsere Gewinne, die wir erzielen, fließen in den gemeinnützigen Stiftungsetat der Stiftung. Ich muss aber sagen, dass schon währenddessen er mir so erzählt hat, ich so ein bisschen an eine Strategie gedacht habe. Und jetzt werden wir einfach mal verschiedene Silvaner ein bisschen im Vergleich verkosten. Wein ist für mich eine sehr, sehr große Leidenschaft. Wein ist was sehr Emotionales. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Es fing an mit einem typischen Silvaner, der sehr bekannt ist für die Region. Ein Weißwein. Wie viel hast du da jetzt reingetan? Das ist jetzt 0,1 Liter. Von unserem Silvaner Ortswein. Das ist einer, der im Edelstahl jetzt ausgebaut ist. Also das heißt, der schmeckt noch ein bisschen frischer, ein bisschen spritziger vielleicht. Riechst du Aromen? Da fragst du jetzt die Weinexpertin. Gott. Er riecht sehr süß. So ein grüner Apfel vielleicht, der am entgegenkommt. Ja, da hast du recht, ja. Wie viel Prozent hat der? Der ist bei 12,5 Volumenprozent. Okay. Ja. Ich muss ehrlich sagen, es war mir ein bisschen unangenehm, weil ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich so die typischen Fragen gestellt habe. Der schmeckt lecker. Das hört man gern. Ich war wirklich sehr strategisch. Ich war sehr bedacht, wie viel trinke ich denn jetzt? Ich trinke jetzt mal ordentlich. In der normalen Weinprobe wird es jetzt ein bisschen langsamer vor der Strecke gehen. Wir trinken ja heute vier. Wir probieren jetzt vier Weine. Also dachte ich, okay, ich werde jetzt ungefähr so von jedem Wein 0,05 zu mir nehmen. Dann ging es über zum zweiten Wein, auch ein Silvaner. Ist aber ausgebaut in den großen Holzfässern, durch die wir vorhin entlang gegangen sind, auf dem Kellergang. Heißt, das ist eine spontan vergorene erste Lage. Das ist dann eine trockene Spätlesequalität. Und da habe ich tatsächlich schon gedacht, puh, Kim, du merkst es schon ein bisschen. So, jetzt kommen wir zum Rotwein, ein Spätburgunder vom Würzburger Pfaffenberg. Ich fühle mich betrunken. Dann schauen wir mal, wie du dich nach dem Glas dann fühlst, denn der hat ein bisschen mehr Volumenprozent. Also war meine Strategie, da ein bisschen weniger zu trinken. So, und jetzt kommen wir zum süßen Finale, zum Abschluss. Unsere Rieslaner Auslese. Markus hatte mir zuvor schon verraten, dass der letzte Wein, der sieht richtig toll aus, finde ich, unter den 12,5% liegen wird. Nee, da bewegen wir uns wirklich in einem hohen Restsüßebereich. Den hätte ich tatsächlich gerne leer getrunken. Ist das was in deiner Geschmacksrichtung geht? Ja. Aber ich musste ja natürlich daran denken, bei diesen 0,5 Promille zu bleiben. Wobei, es ist nur minimal weniger als der Rotwein. Und ich habe mich, eigentlich gut gefühlt, aber dennoch unsicher. Ich habe mich beides gefühlt. Ich konnte es einfach unheimlich schwer einschätzen.
Ich glaube, ich habe zu viel gehabt. Deswegen. Okay. Das war's für mich. Zum Ende der Weinprobe habe ich mich schon angetrunken gefühlt. Was ich cool finde, ist, dass man wirklich seine Leidenschaft zum Beruf macht, so wie es bei Markus ist. Und das hat man einfach gespürt. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Freut mich, dass es dir geschmeckt hat. Und fragst dich immer wieder, sind das jetzt 0,5 Promille? Ignoriert mich. Es ist wirklich so vom deutschen Staat vorgeschrieben, dass man so noch Auto fahren könnte? Ich weiß nicht so. Wenn man sich jetzt mit Würzburg auskennt, dann weiß man, dass die Mainbrücke der Hotspot ist in Würzburg und in der Umgebung überhaupt, um Wein zu trinken. Und genau das sollte natürlich auch die Location sein, um zu testen. Hallo. Darf ich einmal bitte den Rückenbachrost bekommen? Wie viel Prozent hat er denn? Ich dürfte mir vom lieben Kameramann erzählen lassen, dass man doch heiterer wäre, wenn man 0,5 Promille hätte. Also dachte ich, okay, shit. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen nachtanken. Und ich dachte, okay, komm, gib's dir noch mal so 1-2 Schlücke Wein, um dich irgendwie wieder ein bisschen mehr nach 0,5 Promille zu fühlen. Und dann war der Moment gekommen, so Idioten, warum habe ich dieses scheiß Glas nochmal getrunken? Ey, ihr seid so Idioten. In dem Moment hat mein betrunkenen Zustand erheblich zugenommen. Wir machen jetzt nochmal einen Test. Über 3 Stunden über dem Ende der Verkostung. Wir wären selbst jetzt noch drüber gewesen. Selbst jetzt würde ich sicher kein Auto fahren. Ich fahre privat mit 0,0 Promille. Und ich muss ganz klar und deutlich sagen, wenn man Auto fährt, dann niemals Alkohol trinken. Vorbei, es ist vorbei. Kim, es ist nicht vorbei. Die Sendung haben wir zwar verloren, aber das Leben, es geht weiter. 3-0 ist zwar eine große Blamage, die wir so auch noch nie hatten. Aber die nächste Sendung werden wir rocken. Das müssen wir und sind es dem Zuschauer schuldig. Oh, ja. Und wir sind euch wirklich schuldig, die nächste Folge zu gewinnen. Deswegen schaltet unbedingt wieder ein. Da geben wir uns richtig Mühe, um mindestens 2-1 zu gewinnen. Vielleicht sogar 3-0. Wenn ihr nichts von uns verpassen wollt, folgt uns bitte auf Social Media. Das heißt Instagram, TikTok und alles, was dazugehört. YouTube. In diesem Sinne freuen wir uns, euch wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Join us.